Im November 1918 hat sich die deutsche Armee über den Rhein zurückgezogen. Nun rücken die Siegermächte ein. Die Frage, ob das besetzte Rheinland weiter fest zum Deutschen Reich gehören soll, ist in den nächsten 5 Jahren tatsächlich eines der heißesten Eisen europäischer Sicherheitspolitik. Am Reiterstandbild Kaiser Wilhelms weht nun der Union Jack. Die Truppen des British Empire verstehen sich jetzt als die Wacht am Rhein, the Watch on the Rhine. Ein Marsch nach Köln beginnt am 6. Dezember 1918 und erstreckt sich über 3 Tage. Manche Kölner, so heißt es, glaubten an einen vorgezogenen Karnevalszug. Doch am Ende sind es 50.000 Männer aus England, Schottland, Kanada, Neuseeland und Australien. Die Filmberichte, die in dieser Zeit entstehen, sind für die Kinowochenschauen in der Heimat bestimmt und aus Kölner Sicht heute eine wahre Fundgrube. Fast könnte man mit dem britischen Kameramann im Dunst des Panoramas abschweifen. Doch der Schwenk gibt den Blick auf die Wirklichkeit frei. Wer den Fluss überqueren will, trifft an allen Rheinbrücken auf scharfe Bewachung. Dabei entstehen auch die ersten ausführlichen Aufnahmen der neuen Deutzer Hängebrücke, die hier seit 1915 anstelle der alten Schiffsbrücke steht. Mitten im Krieg vollendet, war sie ohne Feier dem Verkehr übergeben worden. Manche nannten sie anfangs auch Kölner Brücke, weil sie sich so deutlich von den beiden Eisenbahnbrücken unterschied und vor allem von den Kölnern selbst bezahlt wurde. Die Menschen aber nehmen sie bald so selbstverständlich, als sei sie schon immer da gewesen. Das Verhältnis zu den Besatzern wird schon nach kurzer Zeit als entspannt beschrieben. Im Gegensatz zum restlichen Rheinland erweckt Köln gar den Anschein einer Insel des Friedens. Der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer erklärt die Gelassenheit der Kölner gegenüber den fremden Mächten mit ihrem Naturell und schreibt: Die Bevölkerung Kölns unterscheidet sich von anderen deutschen Städten, weil sie von gemischter Abstammung ist. Konrad Adenauer ist die Galionsfigur der Konservativen und er spürt in sich ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein als Rheinländer. Eine der ersten Amtshandlungen nach Ende der Monarchie ist die Änderung der offiziellen Schreibweise Kölns mit C. Eine ungeliebte Vorschrift des Kaisers und von hoher Symbolik. Adenauer liebäugelt sogar kurz mit der Idee einer eigenständigen rheinischen Republik, setzt aber schließlich doch auf eine Zukunft in einem demokratischen Deutschland. Hier die beiden Reichspräsidenten der 20er Jahre, Friedrich Ebert und Paul von Hindenburg.